Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. Like he was. These pieces of time can frame us. I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now he's being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, shit! Can you give me an example of a photographer? I cannot believe this. Capture the human condition in black and white. Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Okay. Can I actually reverse time? Ja, in der letzten Folge haben wir es ja gesehen, ist ja jemand auf Tatuletta erschossen worden. Na du nicht, du warst ja nicht dabei. Aber ich muss sagen, wir sind weit gekommen, wir sind nämlich nicht weit gekommen. I should rewind. Ja, wir rewinden einfach mal. Okay, es bringt nur nichts wirklich, oder? Ach, jetzt. Hallo? Ganz. I actually did it. A photographer who perfectly captured the time machine. Okay. Anybody? Jetzt so ein bisschen einfach, weil jetzt haben wir nämlich hier schön. Don't freak out. Not yet. Ja, jetzt haben wir nämlich hier schön auch Maus und Tastatur. Oh, Entschuldigung. Ja, wir haben hier sehr viel zu lesen. Das sind 9 Seiten inzwischen Zeit. Also, oh. Das ist Folter. Das ist richtige Folter. Ich würde sagen, das machen wir mal als extra Folge ganz am Ende, würde ich das sagen. Hauen wir das mal raus, was hier ist drin. Weil wenn wir das jetzt alles hier vorlesen, vor allem hier von dem Tagebuch, da sind wir ewig in 3 Tage beschäftigt. Also muss ich immer sagen, das macht man mal so am Ende einer Episode, was dann halt dazu kommt. Weil man nur den Vorteil, man kann es ein bisschen geteilt aufnehmen und macht nicht eine ganze Folge jetzt sinnlos damit voll. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist eigentlich, wie schon gesehen, wir können zumindest die kleinen Profile zu den Leuten vorlesen, weil die dürften nicht ganz so lang ausfallen. Die Bilder, haben wir noch nichts. Essen, oh, wir fangen mit dem SMS an. Die dürften ja nicht lang sein, wenn es shortmäßig ist. Dad. Ich erinnere mich an jemanden aus Sims, irgendwie der Dad. Hab einen wirklich tollen 18. Geburtstag. Du bist nun erwachsen, aber du wirst immer mein kleines Mädchen bleiben. Check mal deinen Account. Oh ja, also ach, dein Bankkonto, meint er damit. Und schmeiß es nicht alles einmal auf einmal raus. Der schreibt wirklich so. Willst du die Kate? Ah, wow, mit dem Dad schreibt sie echt viel. Also mit. Okay, hier geht's los. Hey Max, bist du da? Immer. Wie geht's dir? Hast du Lust, später einen Tee trinken zu gehen? Total. Nach um 4 habe ich Zeit. TTYL, ich kenne mich mit den Abkürzungen überhaupt nicht aus, muss ich sagen. Titten tanzen. Talk to you later bestimmt, oder? Ja, das kann auch sein. Also wir quatschen später nochmal. Ich hätte mal, das wird sein, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze auch ganz selten in meinen Nachrichten solche Abkürzungen. Mom. Happy Birthday, Maxine. wir können es kaum glauben, dass du nun. Ach ja, dass es nun schon 18 Jahre her ist, dass du zu uns gebracht wurdest, also uns geschenkt wurdest, sagen wir es mal so. Und Warren. Alter, das ist ein Stalker, oder? Geh mal sicher, dass du Neck-Romantik auf meinem super flatten Hard Drive ausprobierst. Hey Mad Max! Lass uns mal ein bisschen Scheiße machen! Warte, ich habe für den Physiktest studiert. Was? So, if we bust anything, we also have to measure its velocity. Was ist Velocity? Ja, hat Angst, dass er es verkackt. Und ignoriere mal die ganzen Nachrichten hier nicht. Alter, guck dir das mal an. Der ist krank. Entschuldigung. Vor allem 18 Jahre alt, das ist doch ein, wie ich auch festgestellt habe, von Nessonville, Blackwell Academy, das ist schon auf dem College. Auch wenn sie nicht so aussieht. Nee, oh mein Gott. Das ist irgendwas so. Anderes. Also. Hallo, mein Name ist Max Caulfield. Und seit ich ein kleines Kind bin, wollte ich schon immer Fotograf werden. Ich habe die Welt schon immer durch irgendeine Linse gesehen.
Fotografenwitz. Maybe it's a wave. Ach, es, für mich ist es manchmal einfacher, quasi die Welt zu beobachten, halt aus sicherer Distanz. Also deswegen Zoom, Zoom. Also aus irgendeinem Grund mag ich halt mehr diese alten analogen Kameras. Die sind halt irgendwie besser als diese neuen digitalen Hightech-Dinger. Ich liebe alle Arten von Stilen und Techniken. Aber für mich ist quasi, oh, wie nennt man die Scheißkamera? Das ist jetzt im Deutschen die Instant-Kamera, ihr wisst schon. Sofortbild. Ja, das Sofortbild, genau, die Sofortbildkamera. Also die Sofortbildkamera-Selfie ist einfach eines der Lieblingsdinge für mich. Es ist mir scheißegal, wenn Leute halt ihren Spaß über mich machen. Also für mich ist das schon alles richtig so. Und nun bin ich halt den ganzen Weg zurück zu meiner Heimatstadt gekommen, um hier Fotografie zu studieren, hier am Blackwell Academy, an der Blackwell Academy, einer Privatschule für die 12. Klasse, also the Seniors. Und eine Scholarship Even. Was ist Scholarship Even? Ja, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall meine beste Freundin Chloe. Until this level worked on. Ach ja, und ich habe jetzt, habe ich zurückgelassen. Aber ich habe jetzt so 15 Jahre eigentlich nicht mehr mit ihr gesprochen. Und es fühlt sich sehr komisch an, wieder hier zu sein. Also ich bin jetzt 18 Jahre alt und offiziell erwachsen. Eigentlich nicht. Weil trinken darf der trotzdem im Amerika noch nicht. Oh, aber trotzdem fühle ich mich irgendwie nicht wirklich weise oder erwachsen. Ich bin jetzt bereit, ein total neues Leben anzufangen. Mit der Retro-Kamera an meiner Seite. Oh, da, Jefferson, willst du einen Jefferson machen? Oh, das ist das jetzt all. Oh ja. Ich bin alles in Ordnung. Ja, machen wir auf jeden Fall mal. Ah, das mache ich auch mal dann. Wenn dann halt Elena, wenn dann im Notfall als Special. Boah, ich muss sagen, es ist echt krass, hier manchmal die Sachen zu übersetzen, weil wie sagen, Scholarship bin ich jetzt auf Anhieb auch gar nicht, was damit gemeint ist. Ja, so Bock dazu haben wir das Ganze. Ja, aber so grob haben wir es ja übersetzt, also. So. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. What is going on? Nothing has moved at all. Keep that to yourself. Seriously though, I could frame any still the same stupid picture. So everything, if anybody else looked at this, what would they think? Ja, dann wollen wir mal Selfie tagen, weil hier drin haben wir, glaube ich, soweit alles in der ersten Folge schon angeguckt gehabt. Too obvious? Zick. What if Arvis chose to capture Kamera rausgefahren. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not doing this. It's real. I can tell. The early 1800s. Your generation. So I can go back in time. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? Can I save her? Portraiture has always been a vital aspect of art and photography. I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Ich fühle mich nicht gut. I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. I suppose it sticks. A process that gave portraits a sharp reflective style, like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the right answer? Ach, das wäre manchmal cool im echten Leben, ne? Nochmal erzählen. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Wir antworten richtig. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830.
Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. Ist auch nicht so, als hätten wir betrogen, indem wir die Zeit zurückgedreht hätten, aber. Process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Ja. Max is so far away ahead of everything. Zum Schul. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner. Wollte das Video im Lehrraum mehr gefallen, ja, das ist bestimmt toll. Ich glaube, du wärst nicht besser rauskommen. Ich schätze mal, egal. Ich glaube, du auf Toilette musst nur noch gehen lassen. So wäre nicht. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see. Ist doch eine Mühe, Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an Everyday Hero. Ich weiß nicht, ob man das jetzt Alltag sagt. Also hier werden wir das mir groß nicht mehr angucken, weil hier haben wir so Leute. Oh! Stop this bullshit and go ach, sie sagt über was anderes jetzt, cool. That girl is going to get shot unless you go. There's no time to fuck around here. Vor allem, ich finde das gut, wie sie hier rumläuft. Lalala. Bux. Das ist nochmal wiederholen dann. That girl needs your help now. Weil ich guck das alles an und dann. If I want to be an everyday hero. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Ah, verdammt. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich irgend sowas besitze. Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Das ist unsere letzte Aktion gewesen. Okay, dann reden wir nochmal mit dem. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. John Lennon said. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max. Ich nutze das nur, um mich an den Rand zu schmeißen. Hey, das ist good. Make sure you finish working on it by tomorrow. Ja, irgendwie schon, ne? I have faith in you. Ist es wirklich immer gleich nützlich, sich bei dem Lehrer einzuschleichen? Ist der Hammer. Okay, gehen wir hier raus. I hope I have enough time to get to the bathroom. So. Please. Oh, rumflirten, ne? Und dann wieder. Ja, und das ist der Flur, den ich in der letzten Folge alleine geschafft habe. Ich bin hier durch. Und dann hier das. Und das ist die Toilette. Und dafür habe ich Taschen. Na gut, du hast hier auch irgendwas, was du hier alles hast. Du kannst dir die Leute angucken. Ja, wir gehen auch zur Toilette. Aua, geht schon mal nicht durch mich durch. Die wird vermisst, gut. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. Okay. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. What are you doing? Come on, put that thing down. Tell me what to do. I need a hammer to break it open. Okay, was sagen wir denn? Hella more trouble for this than drugs. Das ist so ein Zufall, dass dann Hammer in den Mund. Get that gun away from me, psycho. No. Holy shit, I can't let this happen. If I'm too scared to get near this psycho. Wir sagen, spulen wir die Zeit zurück. I better rewind right now. So. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass. Aber wir haben schon den Hammer. Gut, dann nehmen. Okay. Aber wie nutze ich den? No, I need a hammer to break it open. Du hast doch den Hammer, du blöde Kuh. Jetzt geht's gut. No way. Don't ever touch me again, freak. Another shitty day. Amokläufer. That did not happen. This cannot be real.
I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Eine gute Frage, was hier los ist. Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Miss Caulfield. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Oh man. Verdammt Scheiße. Bisschen, das schon. Gut. Dann ist der weg auf jeden Fall. Gut. Ja, wir sollen uns so verpissen. Princess Will. Princess Will always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. Does he hate me? Ja, deswegen hast du gerade geholfen, weil du hast. Ja. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You could always be upfront with me, Max. Okay, danke. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Wir lügen. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks, and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with the class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Wir könnten zurückspulen, aber die Wahrheit sagen, was die Frage, ob es eine Legende ist, die sagen, die Wahrheit erzählen. Ich habe die Zeit zurückgedreht und wollte nur, dass dann jemand erschossen wurde. Naja, jetzt hätten wir lieber dann sagen, dass der Blut dann wieder knarre war. Na, wir können es ja mal ausprobieren, was passiert. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You could always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Ach stimmt, wir sollen ja auch über Neven reporten, nicht die Wahrheit sagen. Ups. Ja, dann sagen wir es doch mal. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott? You sure? Yes. He was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you going to bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story?